geht ab, meine lieben Zockfreunde? Willkommen zu meinem neuen Projekt, Metro The Last Night. Da ich ja den ersten Teil schon gezockt habe, habe ich mir gedacht, lass ich es mir nicht nehmen, ich werde den zweiten Teil auch zocken. Und freundlicherweise hat mir Planet Key einen Key geschenkt, um euch das Spiel zu präsentieren. Und ich hoffe, es wird auf jeden Fall gigantisch. Ich fand den ersten Teil schon richtig gut. Aber der zweite Teil soll sogar richtig auf Stealth getrimmt sein. Also, es lässt sich nicht saugut schleichen, aber gut schleichen. Besser als im zweiten Teil. Und das lasse ich mir natürlich nicht wieder nehmen. Und deswegen werde ich... Oh, den Ranger-Modus... Du hast den Ranger-Modus nicht installiert. Besuche den Stream-Marktplatz, um den Inhalt herunterzuladen. Ja, leider geht das nicht, weil das Spiel jetzt noch nicht den offiziellen Release hat. Geht das leider nicht, aber sobald es auf dem deutschen Markt gibt, werde ich mir vielleicht den auch organisieren. Planet Key konnte mir leider den Modus nicht zukommen lassen, weil das, wie gesagt... ich das jetzt hier alles über den VPN-Tunnel laufen lassen muss und das alles viel zu kompliziert wäre. Aber ich spiele einfach den Originalmodus. Und zwar in Hardcore. Empfohlen für erfahrene Ego-Shooter-Spieler. Jede Begegnung mit dem Feind ist eine ernsthafte Herausforderung deiner Fähigkeiten und Taktiken. Munition und Ressourcen müssen aufgespart werden. Erfolg kann nicht garantiert werden. Das hört sich böse an und das gefällt mir. Wir wollen die Herausforderung annehmen. Ich weiß noch, dass ich in Metro 1 es auch auf schwer gespielt habe und mehrere Tode gestorben bin. Ich bin mal gespannt, wie ich mich diesmal im zweiten Teil schlage. Und dann wünsche ich euch natürlich wieder viel Vergnügen bei meinem neuen Ich zocke, ihr schaut zu. Metro The Last Night. Auf Hardcore, los geht's! Die Schwarzen kamen viel später, aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen, riesige albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Tja, ich habe früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg meine ich da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Was für eine... Wow, 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 es geht ja schon wieder gut ab. Was ist passiert? Scheiße! Allerdings. Was war das? Scheiße, scheiße, was passiert hier? Ich würde sagen, wir hauen ab. Wow! What the fuck? Wow! Alter! Oh! Scheiße! Ah! Fuck! Oh! Das war mein Genosse. Mach auf, Artyom! Ich bin's, Karl! Albträume, was? Kein Wunder, nach allem, was du durchgemacht hast. Hör zu, ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig! Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Karl! Wie zum Teufel bist du hier hingekommen? Raus! Sofort!
Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden. Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel. Ich kannte einmal einen Raucher. Gut. Das letzte Jahr seines Lebens. Junge, Junge. Was für ein böser Traum schon wieder. Essen, trinken und Wahnsinn. War das ein Zeichen? Mein Feuerzeug darf ich natürlich nicht wieder vergessen. Okay. Was haben wir denn da? Eine Kassette. Meine Lieblingsmusik. Brauche ich jetzt nicht hören. Wie es tatsächlich das gleiche Zimmer ist wie damals. Okay. Sonst noch irgendwas? Bücher. Naja, gut. Wir können das Licht ein- und ausschalten. Wir haben diese Fahrt von der Zeit entdeckt. Aber ich kann mir noch immer nicht erinnern, dass sie eingepfercht leben. Ein seltsamer Ort. In solchen kleinen Zimmern. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt so große Bunker gebaut wurden. Hallo, Artyom. Hallo. Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Schön für ihn. Ich musste 2 Jahre als Fähnrich verbringen, bevor sie mich in den Orden aufgenommen haben. Naja, wie auch immer. Wo waren wir? Ich hatte Glück. Der Bau begann zu Stalins Zeiten und lief weiter, bis die UdSSR zusammenbrach. Der Krieg ist unvermeidlich. Alles hier vorhanden. Krass, Mann. Wie authentisch wieder diese Welt ist. Ich bin einfach nur begeistert, wie geil es wieder ist, in dem Metro. In dieser Welt zu sein. Überall schwätzen sie und die Welt lebt wieder total. Ja, waschen muss man sich. Sieh dir diese 2 Anfänger an! Armselig! Kein Wunder, dass der Oberst befohlen hat, die Übungszeit zu verdoppeln! Ja. Du verschüttest mich! Der Rest der Gruppe ausgelöscht? Die Sümpfe sind kein Problem. Man muss nur auf die Markierungen und Flaggen achten, damit man nicht untergeht. Sie spielen Damen. Jedes Kind kann das. Naja gut, die Schrimps sind jedes Mal ein Fluch, aber komm schon. Was könnte einen ganzen Trupp erledigen? Keine Ahnung. Die haben Romanov alleine in der Kirche gefunden. Saß auf dem Boden und betete. Schade, dass man sich nicht irgendwo hinsetzen kann und einfach den Leuten zuhören kann. Er spricht nur noch zu Gott. Dillin! Ein Rucksack. Ich hoffe, Romanov erwarte keine Ahnung. Gehört mir nicht. Oh. Hallo, Artyom! Hallo. Willkommen in der Waffenkammer. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt rüsten wir dich erstmal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar! Sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mun oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Okay, alles klar. Tabulator-Taste drücken, um Waffe... In Ordnung. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Women aus. Nimm die, die du möchtest und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Okay, ich nehme...
das? Ranger führen in der Regel bis zu 3 Waffen mit sich an, Tion. Und welche, das ist ganz allein deine Entscheidung. Ich würde... Ich weiß auch nicht, welche Waffe soll ich nehmen? Was haben wir denn da? Die sieht gut aus. MP, Feuerrate überhitzt und blockiert jedoch schnell. Aha, der Name der Waffe. Ha, Bastard, okay. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich hätte gerne eine Pistole mit Schalldämpfer. Wie am Anfang letztes Mal. Aber gut, aber ich glaube, ich nehme die klassische AK. Genau, das Sturmgewehr. Gute Wahl. Die Kalaschi ist das Arbeitspferd im Arsenal eines Rangers. Dann nehme ich natürlich die noch. Geringes Gewicht und vollautomatisch. Du kannst die Patronen im Magazin sehen, aber das Ding überhitzt schnell und ist verdammt ungenau. Ja, okay, aber man kann sie anpassen. Vielleicht kann man ja dann noch... Was haben wir denn da? Ein Schalli draufklopfen. So lobe ich mir das. Gut. Okay. Was ist das denn für ein Scheiß? Und, was für eine Info? Ah, die Info. Unterdrückt das Mündungsfeuer, dämpft den Knall und verringert die... Das ist gut. Das ist meine lautlose Waffe, vorerst mal. Ja, ich möchte die bitte installieren. Okay. Ah, warte, das kann ich auch noch. Vielleicht. Ja, mach mal auch noch drauf. Ist besser. Was können wir hier? Nein. Ich wollte die auch noch anpassen. Ja, ein Visier klopfen wir drauf, würde ich sagen. Und können wir auch einen Schalli drauf machen. Ist ja nett. Aber dann macht sie nicht mehr so viel Schaden, wenn sie einen Schalli drauf hat. Deswegen lassen wir das mal weg. Und dann würde ich noch hier diesen Taumler mitnehmen. Die Schrotflinte. Schrotflinten sind immer gut, wenn man auf kurze Entfernung jemanden aufhalten will. Okay. Versuch nur nicht, sie als Scharfschützengewehr einzusetzen. Nein, will ich auch nicht. Okay, die hat sogar 2. Das ist ein verlängerter Lauf. Macht die Schrotflinte bei mittleren und großen Entfernungen effektiver. Alles klar, dann klopfen wir den drauf und dann noch ein Visier, natürlich. Sie muss immer sein. Okay. Also gut, geh zu meiner Schießbahn und probiere diese Waffen aus. Komm wieder, wenn du eine andere Waffe testen möchtest. Alles klar. Hey Artyom, zeig mir mal, was du drauf hast. Probier mal die anderen Waffen aus, die du ausgesucht hast. Alles klar. Ah, meine Schaltgitter. Probiere mitten auf die Brust der normalen Artyom. Guter Schuss. Danke. Jetzt schieß auf die Attrappe mit Rüstung. Bemerkst du den Unterschied? Du brauchst mehr Patronen, um die Rüstung zu durchdringen. Halte nach unten Ausschau, um zu sehen, wann du auf ein Ziel mit Rüstung schießt. Probier mal einen Kopfschuss. Ein Kopfschuss? Brauche ich aber eine andere Waffe. Das ist ein kritischer Treffer. Hast du den Unterschied bemerkt? Das waren die Grundlagen. Du kannst noch weiter üben, wenn du möchtest. Oder zu Millers Einsatzbesprechung gehen. Nein, nein, ich weiß, wie man schießt. Ich nehme noch ein bisschen Muni mit. Selbst wenn ich euch Mistkerle persönlich blenden muss. Und jetzt aus meinen Augen. Achso, und da kommt der nächste, egal. Oh. Kopfschuss. Okay, eine Uhr haben wir auch. Nicht schlecht. Gehen wir mal zur Einsatzbesprechung. Wir werden hier mit Sicherheit verstrahlt. Niemand. Die Basis ist sauber. Zumindest der Bereich, in dem wir sind. Das habt ihr überprüft. Gestern haben der Kommandant und ich die Türen kontrolliert. Viele sind noch immer versiegelt. Manche sogar zugeschweißt. Und ein paar von ihnen sehen so aus, als wären sie von innen verschlossen. Ja und? Hinter einigen dieser Türen ist radioaktive Scheiße heiß genug, ein Ei zu braten. Kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt ein Ei gegessen habe. Also, es gibt hier einen Reaktor, richtig? Auf der anderen Seite der Einrichtung. Ich weiß nicht, ob's hier sicher ist. Vielleicht wurde dieser Ort nicht als Schutzraum entworfen. Sondern? Sieht ja lecker keine aus. Keine Ahnung. Aber ich würde nicht an irgendwelchen versiegelten Türen rütteln. Miller ruft die Gruppenanführer zusammen. Es wird eine große Versammlung geben. Bitte, Ossip, lass mich in Ruhe rauchen. Ich hatte gestern im Lagerzentrum Dienst. Und da habe ich was gehört.
Anscheinend ist so manches wachgerüttelt worden. Was meinst du? Die Rotten machen mobil. Die haben alte Männer rekrutiert, Schuljungen, und sie in Ausbildungslager geschickt. Ich sag dir, der Krieg steht bevor. Wen wollen die denn bekämpfen? Die üblichen Verdächtigen vermutlich. Die Faschisten. Das erinnert mich daran, dass unsere Wachen oben drei Reichsstalker-Aufklärungstrupps gesichtet haben. Seltsam. Es waren noch nie so viele Faschisten draußen. Drei Trupps, sagst du? Wo? Zwei der Trupps waren hier in der Nähe. Sergej hat sie gesehen. Die Faschisten haben die Schächte überprüft, die Keller. Als wenn sie nach einem Eingang suchen würden. Scheiße. Meinst du, die wissen, dass wir D6 gefunden haben? Schwer zu sagen. Vielleicht. Das ist nicht gut. Wenn die versuchen reinzukommen, sind die erledigt. Miller hat die Wachen verdreifacht. Stimmt. Er weiß von den Faschisten. Aber wenn wir die Speer eliminieren, schicken die nur noch mehr. Und wenn die reinkommen, meinst du, der Orden könnte das Reich abwehren? Ganz ruhig. Der Orden ist neutral. Wir sind die Wächter der gesamten Metro. Wir beschützen unsere Mitmenschen vor Monstern und Mutanten. So sieht's aus. Welcher Staat würde es wagen, gegen uns in den Krieg zu ziehen? Lass mich die Geschichte zu Ende bringen. Da war noch eine dritte Gruppe Faschisten. Erinnerst du dich? Die wurde an der Messe gesichtet, an der Oberfläche. Wir hatten dort Wachen, Skalpell und Bratten. Die meldeten sich und sagten, die Faschisten würden sie angreifen. Und dann brach die Verbindung ab. Moment mal. Bratten wird vermisst? Nicht vermisst. Er wurde tot aufgefunden, zusammen mit Skalpell. Was? Ein Dutzend Kugeln in beiden. Mit Kopfschüssen erledigt. Scheiße. Er hatte letzte Woche erst Geburtstag. Oh. Wir haben einen getrunken. Was für ein kranker Mistkerl würde das sein. Das ist echt böse. Das ist echt böse. Also, diese Welt lebt auf jeden Fall. Es ist so geil. Hey! Du bist also ein Experte, Einsatzbesprechung. Was die Kriege und ihre Bewohner betrifft? Schenk diesem Clown keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Hast genau. Du von Lesnitz? Wir waren raus. Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Scheiße, was zum Teufel hat er getan? Junge, Junge. Jetzt geht's schon nach draußen. Es ging schnell. Die Gräber von alten Königen wurden mit allem gefüllt, was sie im Jenseits brauchen konnten. Waffen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herren selbst im Tod zu dienen. Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den Scheiß! Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl, Widerrösser und unermessliche Schätze. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen Gier getötet. Khan, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey, ich habe gehört, dass Lesnitzky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitzky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitzky war weg. Was? Scheiße! Und was war drinnen? Chemische Waffen. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gott verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitzky noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. Okay. In Ordnung, gehen wir. Wir können D6 vielleicht kontrollieren, aber das ist wie eine verdammte Stadt hier unten. All diese Bunker, die Ecken, die haben sie verstärkt, ihre Wachpunkte auf ganzer Linie. Junge, Junge. Ich weiß gar nicht, wo ich zuhören soll. Hey, weiß jemand, worum es geht? Warum die Versammlung? Ja, bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Jawohl. In Ordnung. Rein da. Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Okay. Alles klar. Ich verstehe nur gerade ein bisschen Bahnhof, aber die passt. Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit.
Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins in ihrer Gegenwart nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hat Artyom einen gleichen Draht. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja, an der Messe, unserer Heimatstation, sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. Allerdings. Das ist also die Kommandozentrale. In Ordnung. Artyom. Und Sie, Khan? Habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Khan, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Okay. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Meinen Besten. Anna! Ja, hier! Warum brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal! Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Verdammt. Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf, diese Albträume loszuwerden! Ich hoffe, er hat recht. Vergiss Khan. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Okay. Ein Krieg zieht auf. Und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Hey, immer langsam. Artyom, wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Hast du verstanden? Okay. Wir vermuten jetzt, dass Lesnitsky ein Schläfer war. Aber wir haben noch nicht überprüft, wer ihm Befehle gibt. Ihr Job, was liegt denn da? Ihn abzufangen, bevor nehmen wir gleich mal mit. Neuer Eintrag. Ich muss was... Okay. Jawohl. Na dann, gehen wir mal auf die Jagd, oder? Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinger in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Der Zug ist da. Nein, sei ein braves kleines Versuchskaninchen. Okay. Mal schauen, ob ich hier irgendwo etwas finde. Lass uns aufbrechen. Auf geht's.